Hydraulikprodukte, die bewegen uns und unseren Alltag. Doch wie soll man das eigentlich den Kunden so richtig beibringen? Eine Idee, man schüttelt sie so richtig durch. Ob das hilft, die Kunden an den Stand zu locken? Olaf Kaune noch einmal vom Messegelände. Also mit meinem Stabilo-Kasten habe ich das nicht hinbekommen, Herr Mehrling. Aber ich glaube, Sie hatten auch ein bisschen länger Zeit zum Ausprobieren und zum Bauen. Was sehe ich hier? Eine Riesenfabrik? Sie sehen eine Fabrik in gewisser Hinsicht, ja. Sie sehen ein komplettes Mechatronik-Ausbildungskonzept, Aus- und Weiterbildungskonzept. Mechatroniker ist ja ein Beruf seit ca. 4 Jahren in Deutschland in der dualen Ausbildung. Wir unterstützen diesen Beruf bei Bosch Rexroth seit Anfang an. Wir wollen mit unseren Produkten dieses Berufsbild begreifbar machen. Das heißt, ein Mix aus echter Bosch Rexroth Hardware, gepaart mit Medien und natürlich auch im interaktiven Bereich. Und auch das Thema Robotik und Transfer ist in diesem Ausbildungsberuf nicht fremd. Herr Mehrling, vielen Dank. Also hier eine Ausbildungsmaschine sozusagen, alles en Miniatur, aber sehr, sehr faszinierend auch für uns. Ich sage vielen Dank. Das war's hier von Rexroth in Halle 22. Zurück ins Studio. Soweit Olaf Kaune, und man kann sehen, es bewegt sich doch einiges hier auf dem Messegelände.